Martha Bockstätte ist Mutter, hat eine hauswirtschaftliche Ausbildung und arbeitet jetzt an der Berliner Mercator-Grundschule als Lesepatin. Während des Unterrichts setzt sie sich mit einzelnen Schülern zusammen und übt mit ihnen das laute Vorlesen. Am Anfang hat sie es mit normalen Schulbüchern versucht. Richtig! Bis ich dann festgestellt habe, nach einer Weile, dass die Kinder eigentlich lieber mit anderen Materialien arbeiten. Das war für sie nicht Schule, das war für sie nicht Lernen. Das ist für sie mehr Spaß, mal was anderes, mal auch eine Person als Betreuung zu haben, ganz individuell für das einzelne Kind. Indem sie auf die Interessen der Kleinen eingeht, kann Martha Bockstätte ihre Leselust wecken. Schüler, die sich mit dem Lesen schwer tun, schämen sich oft, vor der ganzen Klasse laut vorzulesen. Zu zweit mit der Lesepatin zeigen sie keine Hemmungen. Ich mache das, damit ich gut lesen kann. Die ehrenamtlichen Lesepaten werden von der Bürgerstiftung Berlin an die Grundschulen und seit neuestem auch an Kindertagesstätten vermittelt. Die Grundschulen freuen sich über die Entlastung. Das, was die Lesepaten hier leisten, müssten normalerweise die Lehrer zusätzlich leisten. Aber so viele Stunden habe ich gar nicht zur Verfügung. Und deshalb ist das für mich ein Sechser im Lotto sozusagen, dass ich hier so viele Lesepaten an meiner Schule habe, die uns da in der Richtung unterstützen. Die Lesekompetenz von Kindern hat entscheidenden Einfluss auf ihre Bildungslaufbahn. Viele Kinder haben schon bei der Einschulung beträchtliche Sprachdefizite.